Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Hier ist euer Ufo-Mann und ihr seid auf dem Kanal Ufo-Mann Let's Play. Herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt hier auf meinem Kanal, Pillars of Eternity. Ich habe etwa vor einem Jahr schon mal in einem RPG angefangen, und zwar DSA, die Schicksalsklinge. Aber leider war das bei Release so dermaßen verbuggt, dass ich dann irgendwie nach ein paar Folgen wieder aufhören musste. Pillars of Eternity ist eine neue Auflage, keine Neuauflage, aber ist so eine Art würdiger Nachfolger von Baldur's Gate. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe Baldur's Gate nie wirklich durchgespielt. Was ich jetzt hier vorhabe mit dem Projekt, ist eigentlich mehr so eine Sache, die ich in der Jugend versäumt habe, mal so ein richtig schönes RPG durchzuspielen, mal nachzuholen. Und jo, herzlich willkommen, wir wollen mal gucken. Ich habe mich nicht gespoilert, ich weiß nur, dass es sehr gute Kritiken bekommen hat. Ich habe hier auch noch nicht gespielt. Wir werden jetzt direkt in das Spiel einsteigen und werden jetzt den Charakter erstellen. Dann lass uns mal loslegen. Neues Spiel. So, die Spieleinstellungen. Ich werde euch die Texte vorlesen, alle. Es wird wahrscheinlich ein sehr langes Projekt werden. Teilweise sind die Texte, glaube ich, auch von englischen Sprechern. Also die von englischen Sprechern gesprochen werden, da werde ich nicht vorlesen. Die könnt ihr dann selber mitlesen. Aber die, wo kein Sprecher ist, die werde ich dann, soweit es geht, vorlesen. So, wir gucken mal hier mit den Schwierigkeitsstufen. Schwierigkeitsstufe einfach erfordert minimales Micromanagement und verzeiht Fehler im Gefecht ohne Umstände. Sehr empfohlen für Spieler, die zum ersten Mal oder seit langer Zeit wieder gruppenbasierte Echtzeit-RPGs spielen. Da brauchen wir jetzt gar nicht weiter suchen hier bei Normal und so weiter, weil genau das werde ich nämlich nehmen, weil ich bin hier nicht so der super Profi und will das Spiel eigentlich auch am Stück irgendwie so durchspielen und möchte jetzt nicht, dass da unnötig 300 Folgen draus werden. Und deshalb spielen wir mal im einfachen Modus. So, dann müsste ja jetzt die tolle, geile Charaktererstellung kommen. Ach nee, jetzt kommt erstmal ein Trailer. Pillars of Eternity. Cool. Wenn du die Försterhütte bei deiner Festung baust, erhältst du Zugang zu zahlreichen Kopfgeldaufträgen. Okay, da sind hier immer so kleine zusätzliche Tipps, die während der Ladezeit hier auftauchen. Die werde ich nicht immer vorlesen, weil manchmal die Ladezeit so schnell ist, dass man gar nicht die Zeit hat, die vorzulesen. Five wagons rode blindly for the path on a starless night. Their master glancing ever upward to the skies for assurance that he is on the right course. A dim lantern his only protection against the encroaching darkness. But the skies bring no comfort, shining no light, betraying no hint of what they know. The caravan carries travelers bound for the frontier hamlet of Gilded Vale, you among them, where a local lord has offered land and wealth to settlers from abroad looking for a fresh start. You have taken suddenly ill, sweating and shivering, and one of the other travelers signals for the caravan master to stop on your behalf. He pulls up just in time to avoid plowing into the trunk of a fallen tree that bars the way ahead. You will go no further tonight. Okay. So. Was passiert jetzt? Ah, okay. Die Charaktererstellung. Sehr schön. So, wir müssen uns jetzt entscheiden, männlich oder weiblich. Ich bin einer von den Spielern, die eigentlich fast nie weibliche Avatare nehmen. Warum auch immer, weiß ich nicht. Bei so Spielen wie Tomb Raider, da war es ja cool, da war ja der weibliche Avatar vorgegeben. Aber wenn ich selber spiele, tja, wahrscheinlich sehe ich mich so sehr in der Rolle. Ich werde männlich nehmen. Und wir gehen weiter.
So, jetzt kommt die große Frage. Welche Rasse will nehmen? Mensch? Aumaua? Zwerg? Elf? Orlana? Die kleinste der Rassen der Gestandenen. Obwohl viele Kulturen sie überhaupt nicht als zivilisiert betrachten. Orlana stechen auch wegen ihrer großen Ohren, ihrer zweifarbigen Haut und ihrer behaarten Körper hervor und man findet sie gewöhnlich in Airglaffas, den Ixamitl-Ebenen und Teilen des Dürrwaldes. Sie sind bekannt für ihre mentale Stärke und ihre Schnelligkeit. Entschlossenheit plus 1, Macht minus 1, Wahrnehmung plus 2. Und dann haben wir hier noch die Gottähnlichen, die Kinder der Gestandenen. Zivilisierte Rassen, die mit körperlichen Aspekten gesegnet worden sind, die mit den Göttern assoziiert werden. Diese Aspekte können viele Formen annehmen und so weiter und so fort. So, ich brauche jetzt jemanden, der sehr gut ist zum Zaubern. Intelligenz plus 1, Gewandtheit 1. Und der darf auch natürlich nicht zu hässlich sein. Eine 11, geschwinde ihre Intelligenz. Eine 11 wäre vielleicht, genau, weil ich will nämlich einen Zauberer nehmen. Ich habe bis jetzt eigentlich immer bei allen Spielen mich für den Krieger entschieden. Und habe jetzt mal mir vorgenommen, bei diesem Spiel tatsächlich mal einen Zauberer zu nehmen, weil A, haben wir da die Fernkampffähigkeit und B, die Special Effects durch die Zauberbälle und so weiter. Und ist nicht so, dass ich immer einen Zauberer nehme, aber diesmal wollte ich das mal machen bei dem Projekt. Und da erscheint mir auch ein Zwerg nicht besonders geeignet. Ein Amauer ist auch ein sehr starker Mensch, ein sehr starker Typ. Und der Mensch, Entschlossenheit 1 und Macht 1, sind die am weitesten verbreitete Rasse im Dürrwald, im Reich Aedir, in Aldeweilia und in den Weilianischen Republiken. Auch wenn sie nicht so groß sind wie die gewaltigen Aumaua, sind Menschen für ihre Stärke und Willenskraft bekannt. Okay. Ich denke mal, der Elf ist gut geeignet für... Elfen sind die dominante Rasse in Airglaffas und in das ewige Weiß und sind im Dürrwald und Aedir extrem verbreitet. Elfen sind für ihre Geschwindigkeit und ihre Intelligenz bekannt. Jo, ich glaube mal, ich nehme jetzt einen Elf-Zauberer. Ich bleibe bei Elf. Weiter geht's. Oh, jetzt müssen wir uns entscheiden zwischen der Unterrasse, der Waldelf und der... Finde ich ja geil, wenn man hier so viel einstellen muss und so. Super geil. Komplizierte Charaktereinstellung. Geil. Der Waldelf. Waldelfen verfolgen ihre Anfänge bis weit in den Norden des heutigen Aedir und sind durch die Wälder des Kontinents in Richtung Süden ausgewandert. Nun besiedeln sie den ganzen Weg südlich des Äquators. Man glaubt auch, sie seien über den Ozean nach Airglaffas ausgewandert. Auch wenn sie psychologisch, was ist ein Airglaffas? Ein Gebiet, das aus dem Wald südöstlich des Flusses Bael besteht. Bevölkert von einer Gruppe lose, verbundener Stämme, die gemeinsam als Glanfathaner bekannt sind. Ein Rat der 6 mächtigsten Stämme regiert das Land. In Aeglanfant befinden sich zahlreiche Ruinen egwintanischer Städte und so weiter. Okay, sie seien über den Ozean nach Aeglaffas ausgewandert. Auch wenn sie psychologisch identisch sind, unterscheiden sich die Waldelfen von Aedir kulturell von jenen aus Aeglaffas und betrachten sich als völlig okay. Er hat einen Entfernungsvorteil. Waldelfen erhalten einen Bonus auf Genauigkeit, Abwehr und Reflexe gegen den Feind, der mehr als 4 Meter entfernt ist. Okay. Bleichelfen. Okay, die sehen noch ein bisschen leicht grünliche Haut, wie so ein Ork. Okay. Es ist unklar, wie lange es her ist, dass die Bleichelfen Glamfellen, heißen die auch scheinbar in der Landessprache, in die südlichen Polarregionen der Welt kamen. Ah, okay. Basierend auf ihrem durchgehenden Kontakt mit den Aumauerhändlern leben sie dort bereits seit mindestens 12 Jahren. Sie scheinen eine der am stärksten ortsgebundenen ethnischen Gruppen der bekannten Welt zu sein. Sie wandern innerhalb der Polarregion umher,
wagen sich aber nur selten in den Norden. Sie sind in allen nördlichen Ländern selten und die meisten Menschen betrachten sie als exotisch, falls sie überhaupt je einen gesehen haben. Elementare Geduld. Alle Bleichelfen haben erhöhte Schadensreduktion gegen Verbrennungs- und Frostschaden. Okay, den werden wir nehmen. Damit die Menschen überhaupt immer sehen, weil die sind dann so selten. Die Menschen sollen mal einen Bleichelf sehen in Aktion. Weiter geht's. Oh, die Klasse, klar. Da nehmen wir natürlich einen Zauberer. Da brauchen wir gar nicht weiter suchen. Die Meister der gelehrten Magie. Zauberer sind Schüler von geheimnisvollen Traditionen, die bis jenseits der aufgezeichneten Geschichte zurückreichen. Zauberer sind eine höchst organisierte Gruppe, die oftmals Akademien oder Gilden bilden, die sich der Forschung und der Ausbildung des magischen Studiums widmen. Sie bevorzugen dabei Umgebungen, in denen Nachforschungen, Experimentieren, Debattieren und die Verbreitung von Wissen gefördert wird. Viele ausgebildete Zauberer wurden schließlich für ihre Exzentrik, ihr Ego und ihr unstillbares Interesse an geheimen und okkulten Dingen bekannt. Die anfänglichen Fähigkeiten Arkaner Angriff, Angriff mit mittlerer Reichweite, der in einem kleinen Bereich Schaden anrichtet und Ziele mit dem Status Benommenheit belegen kann. Benommen? Genauigkeit eines benommenen Ziels wird um 10% reduziert. Gewandtheit, Wahrnehmung und Intellekt werden alle um jeweils 2 reduziert. Geschwindigkeit wird um 15. Das ist ein schöner Spruch. Okay. Bei jedem zweiten Stufenaufstieg erhalten Zauberer Zugang zu neuen Zaubern. Cool. Allerdings können sie bei jedem Stufenaufstieg automatisch einen Zauberspruch einer beliebigen Stufe erlernen, zu der sie bereits Zugang haben. Zauberer können außerdem Zaubersprüche aus Zauberbüchern lernen, die sie finden oder kaufen. Anfänglich können sie ihre Zauber nur begrenzt oft pro Ruhephase einsetzen. Oh, oh, oh. Wenn die Zauberer mächtiger werden, gehen ihre schwächeren Zauber nach und nach zu einem Limit pro Begegnung über. Wissen plus 2, Mechanik plus 1. Mechanik plus 1 ist ganz gut, weil damit das ist nämlich Schlösser knacken und so. Ausdauer 30 plus 10, sehr niedrig. Gesundheit niedrig, Genauigkeit niedrig, Abwehr niedrig. Oh. Könnte natürlich sein, dass es jetzt ein bisschen schwerer ist, als mit einem Krieger zu spielen. Gibt es da noch den Priester, den Mönch? Müssen ja auch zaubern können, wa? Überweltliches Leiden, keine Waffen. Wenn Mönche keine Waffen ausgerissen, unbewaffnet. Nee, ich werde jetzt einfach tatsächlich den Zauberer nehmen. Da werden wir gar nicht weiter suchen. Ich habe mich da schon vor... Oh, 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 4 Zaubersprüche können wir uns jetzt aussuchen. Alter Schwede. Von der Stufe 1. Gucken wir mal, was gibt es denn hier alles? Ach du Scheiße. Duplikat des Zauberers. Hört sich ja auch gut an. Haben wir jetzt schon ausgesucht? Ich wollte eigentlich erstmal gucken. Ach, hier steht's. Schafft ein Duplikat des Zauberwirkers zur Ablenkung von Feinden, wodurch der Zauberwirker einen hohen Bonus auf Abwehr gegen einen einzelnen Angriff bekommt. Okay. Ist natürlich fraglich, ob wir ganz am Anfang mit dem Zauberer schon klarkommen, wenn wir keine Begleitung haben. Dann bin ich ja mal gespannt. Gut, dann brauchen wir ganz am Anfang, glaube ich, das Ding hier auf jeden Fall, den Flammenfächer. Genau. Das Ding hier nehmen wir erstmal wieder weg. So, den Flammenfächer nehmen wir auf jeden Fall. Ich denke mal, wir nehmen reine Kampfzauber am Anfang. So. Überwältigt jeden im Wirkungsbereich mit einem brillanten und verblüffenden Feuerwerk, was ihren Willen verringert und zur Benommenheit führt. Okay. Schauernebel. Erzeugt einen blendend weißen Eisnebel, der jeden blendet, der ihn betritt und Frostschaden zufügt. Okay, den nehmen wir auch. Erzeugt einen glühenden Kampfstab aus reiner Energie für den Zauberer, der ihm einen Bonus auf seine Trefferwahrscheinlichkeit gewährt und dem Zauberer mit jedem erfolgreichen Schlag Ausdauer verschafft. Auch nicht schlecht. Oh, jetzt haben wir ja schon so viele. Was gibt es denn hier noch? Flammenfächer haben wir. Geisterklingen finde ich auch nicht schlecht, oder? Alter, ist so viel. Guck mal hier, Hieb der 1000 Schleier. Ein schneller Schlag mit zerschmetternder Kraft, der zwar nur geringen Schaden zufügt, jedoch mit
hoher Wahrscheinlichkeit die feindliche Zauberwirkung. Ah, nee, das lassen wir mal erstmal weg. Das würde mich vielleicht noch interessieren. Geisterklinge erzeugt ein Feld überirdischer Klingen, das Zielen im Wirkungsbereich sofortigen Stichschaden und ein humpelnd Leiden zufügt. Finde ich auch nicht schlecht. Humpelnd Leiden ist gut. Was nehmen wir dafür weg? Nehmen wir den dafür weg und dann nehmen wir hier humpelnd Leiden, Geisterklinge. Okay, das sind jetzt unsere Zaubersprüche. Weiter geht's, oder? Ja. So, jetzt wird's spannend. Macht. Macht repräsentiert die körperliche und geistige Stärke des Charakters. Dringend empfohlen. Während der Interaktion kann sie zur Einschüchterung und für Akte brutaler Gewalt hilfreich sein. Im Kampf wirkt sie sich auf Schaden und Heilung aus, sowie auf die Tapferkeit Verteidigung aus. Dringend empfohlen für Zauberer. Okay, dann gehen wir mal 5 auf Macht. Und das wird auch empfohlen sein, wa? Dringend empfohlen. Intellektuell präsentiert die Logik- und Argumentationsfähigkeit eines Charakters. Intellekt. Im Kampf trägt er zur Willeverteidigung bei und beeinflusst die Dauer und den Wirkungsbereich von Fähigkeiten. Okay, dann gehen wir hier auch 5 auf. Und der wird auch empfohlen. Gewandtheit ist eine Abstraktion der Koordination von Hand und Auge, der Balance, der gesamten Anmut eines Charakters bei Interaktionen. Empfohlen für Zauberer. Der Elf hat sowieso schon eine höhere Gewandtheit. Mhm. Wofür ist eine Verfassung zuständig? Okay, komm, wir geben mal noch einen hier für Verwandte und dann hier Verfassung ist eine Kombination aus Gesamtgesundheit und Ausdauer eines Charakters. Okay. Ausdauer und Gesundheit, oh nicht schlecht, oder? Wahrnehmung. Repräsentiert die Sinne eines Charakters sowie dessen instinktive Fähigkeit. Da hat der Elf sowieso schon +1 von Haus aus. Entschlossenheit spiegelt den inneren Antrieb, Furchtlosigkeit und emotionale Konzentration, Abwehr und Wille. Im Kampf hilft sie Charakteren, ihre Konzentration beizubehalten und trägt zu ihrer Wille und Abwehrverteidigungen bei. Okay, dann gehen wir mal hier noch ein. Hier noch 2. Und noch ein für Intelligenz. Okay, weiter. Uiuiui. Was kommt jetzt? Die Attribute haben wir. Die Kultur. Die Aedyre, die größte und stärkste Kraft in diesem Teil der Welt. Es ist unter dem Äquator herumzentriert und hat ein tropisches Klima. Entschlossenheit +1. Gewandtheit +1. Das ewige Weiß, Wahrnehmung +1, Land der Lebenden. Warte mal, was waren hier? Intelligenz war wichtig und Macht war wichtig. Dann nehmen wir doch hier, da wo wir Macht +1 haben. Intelligenz +1 gibt es auch. Ja, nehmen wir hier, warte hier, Land der Lebenden, Macht +1. Das Land der Lebenden ist ein, oder ist mit Intelligenz +1. Das Land der Lebenden ist ein bergiges Gebiet auf einer riesigen nördlichen Insel, welches bekannt für seine Pflanzen- und Tiervielfalt ist. Sein Wetter ist unberechenbar und sein Ökosystem variiert von Tal zu Tal drastisch. Das Land der Lebenden ist Heimat für eine Vielzahl kolonialer und unabhängiger Siedlungen. Macht +1. Und wo war der Intellekt +1? Was war das für ein Land hier? Alt-Vailia, einst das Kronjuwel der südlichen Seen, ist Alt-Vailia nun der zerbröckelte Rest eines Reiches von sich bekriegenden Händlernationen. Während man unter ihnen viele Menschen und Zwerge findet, bilden die Länder in Alt-Vailia noch immer Streitmächte, mit denen man rechnen muss, und sie sind stolz auf ihr reiches kulturelles Erbe. Jo, das ist jetzt so eine Gefühlssache, wa? Also hier diese zersplitterte Reich, wo sich die Händlernationen bekriegen, oder das Land, das bergige Gebiet auf einer riesigen Insel mit Pflanzen, und das nehmen wir. Wir kommen aus dem Land der Lebenden. Weiter. So, jetzt kommt unser Hintergrund, okay. Du bist Teil einer Gruppe. Ach so, unsere Vergangenheit, okay.
Überleben plus 2, Wissen plus 2, Athletik plus Mechanik, Mechanik, Wissen, Wissen, Mechanik, Athletik, Wissen, Heimlichkeit und Überleben. Heimlichkeit und Überleben. Land der lebenden Landstreicher, Jäger, Arbeiter, Athletik und Mechanik. Kaufmann, Wissen und Mechanik. Forscher, Wissen und Überleben. Für dich ist der Ruf der Ferne unwiderstehlich. Du kannst nicht anders, als dich laufend zu fragen, was wo hinter dem nächsten Hügel oder der nächsten Welle liegen mag. Und du hast dein Leben so darauf ausgerichtet, dass du es herausfindest. Okay, der wäre interessant. Landstreicher, nö. Söldner, nö. Wissenschaftler wäre cool. Wissen und Mechanik. Die Regeln, die die Welt regieren, sind für dich eine Reihe alchemistischer Formeln, die darauf warten, entdeckt und manipuliert zu werden. Ja, das werden wir nehmen. Den Wissenschaftler. So, jetzt können wir das Erscheinungsbild ändern. Die Haut. Da, dieses Grün gefällt mir gar nicht. Wir nehmen mal hier so eine Hautfarbe annehmen. Die Haare werden wir auf jeden Fall ändern. Oder ist es nur die Haarfarbe? Gut, da sind wir ein bisschen bescheiden hier, was die Haare betrifft. Nehmen wir erstmal. Nein, das ist mir ein bisschen zu. Drehen kann man den ja nicht. Doch, man kann den auch drehen. Das ist ja cool. Guck mal. Was für ein fescher Kerl. Was hat man hier noch? Farben primär. Ach so, ist die Rüstung, wa? Schwarz? Ah, okay. Schwarz und wie ist mit Rot? Oder grün oder so. So ist auch schön, finde ich auch schön. Vielleicht machen wir mal rot-schwarz. Dann nehmen wir mal hier so ein... Nee. Oder blau-schwarz. Ja, wir nehmen dieses Blau hier. Und sekundär. Okay, das ist die restliche Farbe. Da könnten wir schwarz nehmen. Ja, so finde ich sehr schön. Außer die Handschuhe, aber die können wir nicht färben scheinbar. So, dann würde ich die Haarfarbe noch mal ein bisschen ändern. Nee, das gefällt mir nicht. Ein bisschen hell, weil ich hätte gerne dunklere Haare, aber da ist scheinbar begrenzt hier unsere Auswahl. Das ist hier nur weiß. Grüne Haare wollte ich eigentlich nicht haben. Ach, guck mal die. Dann nehmen wir mal so was hier, so ein dunkelblond. So, Gesichtsbehaarung. Kopf. Da gibt es drei verschiedene Köpfe zur Auswahl. Okay. Wie sieht der aus? Können wir es noch ranzoomen? Nee. So, okay. So und so. Die sehen alle drei. Ich meine, später sieht man die ja kaum noch. Den finde ich ganz gut. Der sieht nicht ganz so böse aus. So ein bisschen... Na... So ein bisschen melancholisch. So, Haare. Da haben wir bestimmt ganz viele, genau. Das wird spannend. Lange Haare. Iro. Glatze. Wieso ist das hier? Nee. Nee, nein, oder? Nee, die Haarfarbe gefällt mir noch gar nicht. Ich glaube, die Haare sind okay. Ich glaube, ich werde doch die Haarfarbe noch mal verändern. So, passt mehr zu dem Outfit. So, da haben wir das schon mal. Gesichtsbehaarung. Wir können, okay, ein schöner Bart. Vielleicht noch. Die sind ziemlich grob, die Bärte. Oder lassen wir. Nee, wir lassen den Bart weg. Wir nehmen keinen Bart. So sieht der jetzt aus. Unser Charakter. Und weiter. Oh, jetzt können wir noch ein Porträt aussuchen. Also dieses Porträt ist schon mal sehr geil. Aber vielleicht nehmen wir doch so einen typischen. Der wäre auch. Ja, es gibt gar keine schwarzen Haare. Vielleicht doch eine Art Zauberer. Mal gucken, ob wir ein Zaubererporträt haben. Andererseits muss man natürlich einfach ein Porträt nehmen, was man selber sympathisch findet, mit dem man sich identifizieren kann.
Bei 67 Porträts hast du natürlich eine Weile zu tun. Den nehmen wir nicht. Nein, der. Das ist ein Zauberer, der hat aber einen Bart. Der ist doch ganz cool, oder? Er passt mehr zu einem Dieb. Ja, nee, so schrägen Rassen wollen wir nicht. Ich denke mal, wenn ich ihn sehe, dann weiß ich welchen. Elfen gibt es ja speziell auch noch. Dann nehmen wir einfach ein Elfenfoto, ein Elfenbild. Ein Elf? Na, du komm schon. Zeig dich mir. Wir sind ein Mann. Frauen will ich nicht sehen. Hätten sie auch unterteilen können in Frauen- und Männerporträts. Also er sieht natürlich nicht schlecht aus. Den hätte ich, glaube ich, genommen, wenn ich einen Krieger genommen hätte. Der ist cool hier. Den finde ich gar nicht mal so schlecht. Da müsste ich die Hautfarbe noch ein bisschen ändern. Haarfarbe kann ich ja leider nicht schwarz machen. Zwergen, ein Elf. Wir nehmen den hier, oder? Blond. Der ist cool, den nehme ich. Der wird sein. Ja, der wird sein. Das ist unser Bild. Okay, der passt in etwa auch mit dem, wie wir wirklich aussehen. Die Hautfarbe werden wir aber nicht mehr verändern. So, nochmal weiter geht's. Ei, 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 jetzt kommt noch die Stimme. Die Stimme männlich. Okay. Yes. Now I am the leader of the group. Okay, so eine Stimme hat der. Nice and slow. Okay. Leading the way. The better part of valor. Eh? I've got this. Quickly and quietly. Oh? I shall lead us. Nee. He won't see me coming. Die Stimmen finde ich eigentlich ganz gut. Yes. So schön tief. Let's go. Steady does it. Den nehme ich hier, den Stoiker. Der ist nicht ganz so düster, aber ist trotzdem noch männlich. Okay, weiter. Eieieiei, es ist soweit. Jetzt natürlich die große Frage. Nennen wir den UFO-Mann? Das ist doof, wa? Wir wollen ja so ein bisschen im Rollenspiel bleiben. Dann nennen wir den UFO-Mann, Mann. Irgendwas mit Zauberer. Wir nennen ihn Hartfelsius? Nee. Ein Vorname muss es ja sein. Oder können wir dem vielleicht ein Doppel nehmen? Warte mal. Adrian von Steinfels. Adrian von Steinfels, oder? Mal gucken, ob das geht, so mit so einem langen Namen. Ja, es geht. Okay. Oh Gott, wir sind fertig mit der Charakterstellung. Adrian von Steinfels. Adrian von Steinfels, Stufe 1, Zauberer. Es geht los. Neue Quest, Goldtal. Die Reise nach Goldtal. Karawanenmeister Odema. Der Karawanenmeister schließt seine Ansprache vor der Gruppe ab, worauf sein buschiger roter Schnurrbart und seine Hängewangen wie zur Bekräftigung erbeben. So, meine lieben Freunde, an der Stelle, auch wenn es weh tut, muss ich die Folge beenden. Wir sind jetzt durch mit der Charaktererstellung und in der nächsten Folge, die schon morgen kommen wird, es wird täglich eine Folge kommen. Die Folgen werden nicht alle eine halbe Stunde sein, die werden zwischen 15 und 20 Minuten lang sein. Die erste war jetzt ein bisschen länger, damit wir die Charaktererstellung durchziehen. Und morgen kommt schon die nächste Folge und da werdet ihr dann sehen, was das hier auf sich hat mit diesem Karawanenmeister Odema, mit unserer Karawane. Es wurde ja ganz am Anfang im Trailer schon gesagt, dass wir hier mit einer Karawane unterwegs sind und irgendwie erkrankt sind, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Danke und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.